Christopher Eremit Display. Mein Name ist Christina Eremit, ich bin die vierte Generation von Eremit Display. Unser Name steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit. Wir sind eines der führendsten Unternehmen im Bereich Kunststofftechnik. Wir vereinen verschiedenste Technologien in unserem Haus wie Lasern, Fräsen, Digitaldruck, Biegen und Kleben. Zu unseren Kunden zählen die namhaftesten Unternehmen von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Viele davon beliefern wir seit vielen Jahrzehnten. Typische Produkte von uns sind Acrylglasaufsteller, die in der Werbebranche eingesetzt werden oder in der Shop-Ausstattung, eben in Verbindung mit Siebdruck, Digitaldruck, Lasergravuren werden diverse Präsentationsmaterialien von uns gefertigt. Wir bedienen einen sehr breiten Kundenstock, also sprich vom Glaser, der nur ein, zwei Zuschnitte braucht, bis zum Konzern, der mehrere hundert oder tausende Acrylaufsteller bei uns fertigen lässt, und da ist eben Flexibilität für uns sehr wichtig, und aus dem Grund haben wir jetzt nicht nur eine Laserschneideanlage, sondern mittlerweile 6 Laserschneideanlagen der Firma Droptec. Für uns ist nicht nur die Qualität der Anlage entscheidend, sondern auch eben der Service und der Support, der dahinter steht. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass neben einer guten Laseranlage eine ebenso gute Absauganlage dahinter stehen muss. Wir haben es geschafft, dass wir die Abwärme unserer Laser dazu verwenden, um unsere doch relativ große Produktionshalle mitheizen zu können. Was bei uns auch sehr oft vorkommt in der Produktion ist, dass wir größere Platten im Mehrfachnutzen bedrucken, dann mit Schutzfolie kaschieren, und in weiterer Folge kommen diese Platten dann zu unseren Laserschneideranlagen, wo mittels der Kamera dann über Passmarkenerkennung die Position genau festgelegt wird und eben das Bauteil Zehntel genau geschnitten wird. Wir bei Eremit verarbeiten eine Vielzahl unterschiedlichster Materialien. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei Acrylglas. Da verarbeiten wir im Jahr ca. 100 Tonnen, und ich würde sagen, so ca. 70% davon werden mittels Laser geschnitten. Ja, da Acrylglas zu 100% recyclingfähig ist, haben wir uns schon vor längerer Zeit entschlossen, unsere Laserabschnitte, die beim Laserschneiden entstehen, firmenintern zu vermahlen. Dieses Mahlgut wird wiederum an Recyclingfirmen verkauft, und diese bieten das wieder als Regranulat beispielsweise an Spritzgussunternehmen an.